Palle, in der ersten Halbzeit ging es fast schon ein bisschen zu einfach, oder? Ah, nicht einfach, aber das war, glaube ich, unsere beste Halbzeit diese Saison. Wir haben wirklich, wirklich sehr gut gespielt, muss ich sagen. Vor allen Dingen die Defensive vor dir, aber natürlich auch du selber, die stand in der ersten Halbzeit der Wiener 1. Ja, irgendwie dieses fließende Spiel, wofür wir bekannt sind, muss ich sagen, es war schön, das wieder zu sehen. Also, alle haben beigetragen, Deckung war steinhart, ich habe dann ein paar Bälle gehalten, man könnte wie Gegenschuss laufen und so weiter und so weiter. So einfach ist Handball ab und zu. In der zweiten Halbzeit, also zu Beginn, haben wir dann ein bisschen nachgelassen oder ist Magdeburg dann einfach zur Normalform gekommen? Wir haben nicht gut gespielt, zweite Halbzeit, wenn man so unsere, von unserer Seite so sehen soll. Also nicht so gut, wie wir wollen, aber ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, wenn man mit 10 Tore Führung in die Kabine geht. Dann, wir hatten als Ziel, zweite Halbzeit auch zu gewinnen, haben wir nicht hingekriegt, aber war trotzdem richtig gut. Okay, vielen Dank.